Herr Ulla, Sie haben das Buch geschrieben, Der totale Rausch, Drogen im Dritten Reich. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen? Ein Freund hat mich darauf angesprochen und meinte, im Dritten Reich seien extrem viele Drogen genommen worden. Und das hatte ich vorher noch nie gehört, aber es schien mir dennoch plausibel. Und es hat dann meine Neugierde geweckt und ich fing dann an, in verschiedenen Archiven zu recherchieren, ob da denn etwas dran sei. Die Datenlage darüber war also vorrätig, war bekannt und Sie sind der Erste, der da in die Tiefe eingestiegen ist? Ja, zum Beispiel das Militärarchiv in Freiburg ist ein extrem großes Gebäude, in dem sehr, sehr viel aufgehoben wird. Die Daten waren vorhanden, aber es hat sie noch niemand vorher auf diese Art und Weise gesichtet und ausgewertet. Was ist das überraschendste Ergebnis, Ihre Schlussfolgerung in dem Buch? Also überraschend ist zunächst mal, dass im sogenannten Dritten Reich Drogen auf allen Ebenen genutzt wurden, ob es die Zivilgesellschaft war, ob es die Armee war, ob es die Führung war. Das hatte ich auch so nicht gewusst. Auch der Konsum von Hitler war für mich extrem überraschend, da Hitler als Abstinenzler dargestellt wurde oder sogar stilisiert wurde als Vegetarier, als Nicht-Alkoholiker. Ich habe da ganz andere Dinge aus dem Nachlass seines Leibarztes Theo Morell herausgelesen. Ich fand den gesamten Themenkomplex extrem interessant und überraschend, weil über dieses Thema auch vorher nicht auf diese Art und Weise etwas bekannt war. Was wurde denn da genommen? Was für Substanzen? Mit welchem Ziel? Also die Hauptsubstanz des Dritten Reiches, könnte man sagen, ist Methamphetamin gewesen, was man heute als Crystal Meth kennt. Das war damals als Produkt Pervitin der Firma Temmler auf dem Markt. Es wurde im Oktober 37 patentiert, hat sich 38 in der Zivilbevölkerung ausgebreitet. Es wurde genommen, wie man eine Tasse Kaffee trinkt, um wach zu sein, um aktiv zu sein, um seine Leistung im Beruf steigern zu können. Es wurde dann auch von der Wehrmacht genommen, als Schlafbeseitigungsmittel. Bevor Frankreich angegriffen wurde, gab es den sogenannten Weckmittelerlass. Da wurde dann festgelegt, wie viel jeder Soldat wann zu nehmen hat oder nehmen sollte. Und man kann sagen, dass die Blitzkriege sehr stark beeinflusst wurden durch den millionenhaften Gebrauch dieses Methamphetaminproduktes. Wäre die Geschichte möglicherweise ohne dieses Zeug anders verlaufen? Was meinen Sie? Sie wäre auf jeden Fall anders verlaufen. Wie stark anders sie verlaufen wäre, ist natürlich Spekulation. Und ich versuche in meinem Buch nicht zu spekulieren, sondern einfach zu schauen, was passiert ist. Aber man kann durchaus auch bei Hitler, manche Entscheidungen von Hitler kann man abgleichen mit Medikamenten, die er an diesem Tag genommen hat und sich dann die Wirkungen auch vor Augen führen. Und dadurch schon schließen, dass bestimmte Prozesse durchaus anders abgelaufen wären. Ich glaube nicht, dass an dem größeren Ergebnis des Zweiten Weltkrieges, nämlich der Niederlage des Dritten Reiches, sich irgendetwas geändert hätte. Aber vielleicht wär der Verlauf des Krieges hätte sich anders gestaltet. Was können wir denn eventuell daraus schließen, was heutige Kriege betrifft? Wir wissen ja, dass Veteranen aus ihren gefährlichen Einsätzen nicht selten mit Suchterkrankungen zurückkommen. Da gibt es ja Parallelen. Was meinen Sie dazu? Generell muss man sagen, dass Kriege und Drogen schon immer zusammengehört haben. Die Nazis waren nicht die Ersten, die Drogen im Krieg eingesetzt haben. Sie waren allerdings die Ersten, die ein modernes pharmazeutisches, sehr potentes Produkt, nämlich das Pervitin, eingesetzt hat. Und davon haben natürlich auch die Alliierten gelernt. Die Engländer und die Amerikaner haben dann auch ein Amphetamin eingesetzt. Im Koreakrieg in den 50er Jahren haben die Amerikaner Amphetamin eingesetzt. Der Vietnamkrieg ist auch ein Drogenkrieg. Da wurde auch Amphetamin eingesetzt. Und die GIs, die mit diesem Krieg häufig nicht zufrieden waren, haben dann quasi als Gegenbewegung das Heroin eingesetzt, um sich zu sedieren. Man kann, wenn man Nazis und Drogen und Zweiter Weltkrieg und Drogen sich anschaut,
hat man ein sehr, sehr plausibles, sehr, sehr, sehr bildhaftes Beispiel vor Augen. Aber das, das hat es auch früher schon gegeben und das gibt es auch in den Kriegen derzeit. Also ich habe mit einem Drohnenpiloten, einem amerikanischen, gesprochen, der mir auch erzählte, vor jeder Schicht wird ihm ein Amphetamin zur Verfügung gestellt, das er nehmen kann, um 12 Stunden lang am Monitor zu sitzen und keine einzige Sekunde unaufmerksam zu sein. Und nach den 12 Stunden bekommt er dann einen Downer, um sozusagen wieder runterzukommen und sich wieder runterzufahren. Werden Sie demnächst ein neues Buch schreiben über diese fortsetzenden Gedanken? Darüber denke ich schon nach, aber ich schreibe im Moment auch erstmal wieder einen Roman, der spielt im 18. Jahrhundert und beschäftigt sich nicht mit Drogen. Vielen Dank. Sehr gerne.